Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr wieder mit mir auf der Geisterjagd seid. Ja, heute wieder mal unterwegs in einem abgelegenen alten Farmhaus und ein gefährlich aggressiver Geist wartet mit ein paar Aufgaben auf uns. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden. Reinigen Sie Bereiche jedes Geistes mit Räucherstäbchen und bringen Sie den Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Wir haben zu tun mit dem Geist von Patricia Harris. Okay, die alte Mrs. Harris, garstigste Farmerin im ganzen Süden. Und ihr Generator ist hinten in diesem Abstellraum. Ne? Kann man da nicht von der Seite irgendwie rein? Sieht nicht so aus. Okay, wes müssen wir uns nicht jagen lassen? Und Kruzifix ist auch diesmal nicht dabei. Sehr schön. Aber Geister-Event. Räucherstäbchen, Kerze. Okay, wir nehmen sowas mal mit. Taschenlampe wie immer, weil wir die brauchen. Fotoapparat, weil wir gerne Fotos machen und Gesprächsgeisterbox, weil wir gerne das Gespräch suchen. Auf geht's, Licht an, Ton an. Ach ja, mal wieder aufs Land raus. Ne? Weil das so entspannt und gemütlich ist hier. Ist es irgendwie weniger neblig geworden? Nee, doch nicht. Es ist so neblig wie immer. Hallo? Nein, ist das das Haus, wo es da oben die große Etage ist, ne? Und wo es dann auf den Dachboden hochgibt. Hochgeht, wo es noch einen Dachboden gibt. Nicht gut. Erstmal Voodoo-Puppen fotografieren. Das machen wir hier mal zuerst, bevor wir den Strom anmachen. Gehen wir erstmal, gucken wir erstmal nach den Puppen hier. Erstmal schon mal ein paar Beweisfotos machen. Ein bisschen. Das war nicht hier, das war nebenan. Das war in der Küche. Was hast du hier geworfen? Irgendwas hat sie auf jeden Fall schon umgeworfen. Die gute Patricia müssen sowieso hier durch, ne, um zu dem Generator zu kommen, oder? War der nicht hier durch dann? Wir gehen erstmal weiter, Patricia. Schöne Bilder hast du. Super, überhaupt nicht unheimlich, dein Haus. So gar nicht. Doch, hier geht's übrigens nach draußen. Hier hat man doch von der Seite. Doch, hier kann man von der Seite reingehen. Das ist schön. Das ist schön. So, Heizung ist auch schon mal an. Einmal kurz gucken, jetzt die Knochen wieder. Aber letzten Mal habe ich den Knochen immer übersehen. Der lag aber ganz offensichtlich irgendwo rum. Ich bin drüber gelaufen. Habt ihr geschrieben? Habe ich immer nicht gesehen. Erstmal die Hintertür aufmachen. Hallo? Knochen! Diesmal haben wir dich. Sagen, es ist hier ziemlich ruhig. Ne? Wir gehen mal vorne. Ich glaube, hier in der Küche hat es schon was geworfen. Hier machen wir erstmal Licht an. Obwohl, hier fragen wir erstmal. Bist du hier? Wo bist du? Oder es kam von oben? Das kann auch sein. Aber es hat sich angehört, als wir neben drüben standen hier, als wenn das von hier neben angekommen wäre. Das wusste, ne? Gucken wir einmal ganz kurz nochmal hier rum. Ob hier noch ein Ouija-Board irgendwo auf dem Stuhl versteckt liegt oder so. Auf dem Sesselchen hier in der Ecke. Nee, auf den Stühlen auch nicht. Vielleicht schleicht es auch oben rum. Machen wir Küchenlicht erstmal wieder aus. Vielleicht kam das auch von oben. Okay. Okay. Machen wir erstmal Licht hier auf jeden Fall im Eingangsbereich an. Ganz wichtig, hier muss erstmal Licht an sein und das bleibt auch an. So. Vielleicht hat es auch hier oben was in diesem kleinen Abstellkämmerchen rumgeworfen. Schritte. Bist du hier? Gib uns mal ein Zeichen. Bewege eine Tür. Kannst du eine Tür öffnen? Sich aber gerade schon entgegen, ne? Kannst du einen Gegenstand bewegen? Liegt hier irgendwas auf dem Boden? Irgendwas umgekippt? Nee. Kalt ist es auch noch nirgendwo gewesen. Hier ist noch alles, steht noch alles im Regal. Moment. Nee, ich weiß, ist die Tür hier leicht angelehnt? Nee, die war komplett zu. Aber hier ist noch eine Voodoo-Puppe. Ne? Dann haben wir zumindest alle Voodoo-Puppen.
Sehr schön. Und die Knochen haben wir ja auch schon. Haben wir schon den ersten Fotoapparat gleich voll. Licht aus. Die Tür ist komplett offen und hier ist das Licht an. Kurz, das Licht haben wir doch hinten gar nicht angemacht. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Also irgendwo hier oder draußen auf dem Flur. Aber kaum, dass wir im Badezimmer drin waren, gleich zweimal mit der Tür, ne? Hier liegt auch was auf dem Boden. Okay, und hier werden wir auch angehaucht. Alles klar, alles klar. Schön, schön, schön. Ich glaube, wir gehen erstmal raus. Ne, Moment, wir machen eine Sache. Riskieren wir doch mal schön. Hoffentlich werden wir nicht gejagt. Tür zu. Bist du hier? Wo bist du? Okay, okay, reicht erstmal. Kann auch sein, dass ich hier draußen rumläufe, weil Schritte hatten wir auch draußen. Zurück, 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 zurück. Sanity überprüfen. Alles klar, vielleicht ganz da hinten im hintersten Badezimmer. Wäre ja nicht schlecht. Erstmal raus, 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 raus. Das war bestimmt auf jeden Fall schon mal ein Geister-Event. Wenn das nicht als Geister-Event zählt. Puh. Okay. Aber sonst noch gar nichts. Also wie gesagt, das heißt, ne, kalt ist es nicht gewesen auf jeden Fall in dem Raum da hinten. Sonst bis jetzt wenig Geräusche. Und auch wenig Aktivität, obwohl jetzt geht es langsam los. Sanity ist dafür schon ganz runter. Okay, erstmal gut, dass wir rausgegangen sind jetzt. Wir nehmen Buch mit rein. Und wir nehmen erstmal ein EMF mit rein. Das Anhauchen war auf jeden Fall schon mal ein Geister-Event. Alles klar, rein geht's. Ja, raus aufs Land zur Entspannung. Ist so entspannt auf dem Land. Das merkt man immer wieder. Die Farmhäuser sind so gemütlich. Hängen so tolle Bilder rum. Die überhaupt nicht unheimlich sind und überhaupt nichts. Hallo. Stimmt, dass es der Raum aber ganz hinten um die Ecke ist, ne? Falls es der Raum. Aber hier wurden wir zumindest jetzt schon mal angehält. Habe ich die Tür nicht zugemacht, als wir gegangen sind? Oder habe ich die in Panik auf... Hallo. Nein, Moment. Die geht gar nicht mehr weg, ne? Oh, alles klar. Alles klar. Hallo. EMF4. EMF4. Mehr gibt's nicht. Schön, Patricia. Wir sind dann mal raus. Wir sind mal raus. Versuchen es noch einmal mit der Frage. Oh, nicht gut. Ich will nach... Ich schmeiß Sachen ins Waschbecken. Ich will nach Hause. Patricia, bist du hier? Wie alt bist du? Die sagt ja was. Die sagt ja was. Wir sind raus. Wir sind im Moment das Buch. Hier, ein Buch. Schreib was rein. Erstmal raus. Wenn die summen, die vor allem gleichzeitig. Wie macht man das eigentlich? Gleichzeitig rülpsen und summen. Vor allem dabei auch die Melodie so halten. Und durchgehend rülpsen. Das ist auf jeden Fall, spricht eindeutig paranormales Phänomen. Das kannst du auch nicht so. So. Alles klar. Das hat aber gar nicht so viel, dass sie da gesummt hat, hat uns gar nicht so viel geschadet. Wir nehmen mal Kerzen mit rein. Zwei Stück für Patricia. Wir können schon mal eintragen, ne? Sie hat doch was gesagt. Beim letzten Mal habe ich auch irgendwie was falsch eingetragen. Oder ich habe das EMF5, war kein EMF5, was ich beim Wegrennen irgendwie gesehen habe in der Panik. Bei der überraschten Jagd. Da hatte ich mich total verguckt. Das war kein EMF5 wohl. Deswegen war das auch der Yokai dann. Aber egal, dafür sind wir lebendig davon gekommen. Hat er auch was? So, Patricia, ganz ruhig, ne? Alles wird gut. Scheint sie aber erstmal hauptsächlich wirklich in dem einen Raum drin zu sein. Schritte. Sie hat uns auch schon was ins Buch geschrieben. Oh Mann, wir haben bestimmt ganz fiesen klassischen Dämon. Super aggressiven. Obwohl, da müssen noch Gefriertemperaturen haben, ne? Kalt, Buch und Box ist der Dämon. Box und Buch.
Huch, wir haben kein Foto mehr über, ne? Okay, Kerzen haben wir erstmal. Summt sie da schon wieder? Wir sind raus. Wir sind raus, können wir nicht nach Hause fahren? Okay, wir haben Box und Buch. Schnell raus vor die Tür. Box und Buch. Okay. Diesmal gucken wir genau hin, was wir haben. Und wir haben auf jeden Fall schon wieder das, fast schon wieder das ganze Buch voll. Fünf Fotos können wir noch machen. Ansonsten haben wir schon wieder durch die Voodoo-Puppen alleine. Das ist auch immer gut im Farmhaus, ne? Kann man ein bisschen was an Geld verdienen. So, wir haben jetzt Buch und Box. Es kann jetzt also sein, Spirit Dämon Oni Yokai wieder noch. So, jetzt genau hingucken. Yokai ist Orbis. Was hat man noch? Dämon. Der macht's kalt. Was war das noch? Spirit. Sind Fingerabdrücke. Das war aber noch was. Oni. Oni war es noch, ne? Und Oni ist EMF Level 5. Okay, EMF Level 4 hatten wir schon mal. Mal gucken, ob sie die Kerzen ausgepustet hat. EMF 4 hatten wir zumindest. Vielleicht würde es noch 5 werden. Ansonsten würde ich sagen, wir haben bestimmt gute Chancen auf Orbis. Oh, wir müssen auch noch räuchern. Sanity Check. 84. Das geht. Dann räuchern wir jetzt erstmal noch. Alle Dinge war das auch gleich. Okay. Patricia, wir kommen noch mit dem Beruhigungsräucherschiffchen rein. Kerzen hat sie auch schon ausgepustet. Die ist auf jeden Fall super aktiv, ne? Das würde eigentlich für einen, auch für einen Yokai sprechen. Die sind doch immer so aktiv. Letzte Geister auch schon so aktiv, den wir hatten. Moment, kann er uns ja nicht auch schon viel, viel eher jagen? Doch, ne? Wasser läuft auch schon. Wir sollten vielleicht nochmal ein Fotoapparat auch mit reinbringen dann. Schritte auf dem Flur. Kommt schon auf den Flur und gegen die gute Patricia. Nicht gut. Gar nicht gut, Patricia. So, wir machen jetzt auch mal hier drin Licht an. Du hast ja schon mit uns geredet über die Geisterbox. Einmal hier zur Beruhigung für dich. So. Tür wieder zu. Ich bin der Meinung, wir machen hier... Vielleicht renne ich auch immer mit offener Tür weg, aber ich bin der Meinung, wir haben die Tür jetzt schon öfter zugemacht, die war jedes Mal wieder auf. Auch immer unheimlich. So, raus. Jetzt nehmen wir mit eine Kamera für Orbis und noch ein Fotoapparat. Auf jeden Fall fotografieren wir nochmal das Waschbecken. Dann kriegen wir sie noch zu, das nochmal anzumachen, das Wasser. Vielleicht noch ein paar Gegenstände rumzuwerfen. Dann kriegen wir sogar noch alle Fotos geschossen vielleicht. Oh, super. Fotoapparat, komm mit. Und du bleibst hier. Das kommt mit. Alles klar. Ja, okay, Nebenziel haben wir geschafft. Jetzt alles klar, alles erledigt. 7782. Wir gehen ja jetzt rein. Risiko, wenn wir gejagt werden, dann müssen wir laufen. Wohin laufen wir denn dann? Ganz hinten, wo ich den Strom angemacht habe, ne? Da war auch ein Spind. Da laufen wir hin. Wenn der Joker zur Jagd ansetzt. Das ist ein guter Plan. Okay. Ganz ruhig, Patricia. Wir wollen nur noch ein paar Fotos machen und gucken, ob du deine Geister-Orbis da irgendwo rumfliegen lässt im Badezimmer. Einmal hier in die Ecke, obwohl eigentlich anders. Oh, nicht gut. Wir machen erstmal so. Okay, und Patricia macht gerne Licht an und aus. Wir haben keine Fingerabdrücke mitgenommen, noch nicht, ne? Aber Fingerabdrücke waren noch gar nicht dabei, ne? Nee, Fingerabdrücke waren nicht dabei, ne? So, Wasser erstmal aus. Haben wir das Buch eigentlich fotografiert? Jetzt bin ich verwirrt. Klopf, klopf. Das Buch haben wir auch noch nicht fotografiert. Oh, ich kriege das Buch noch voll. Noch voll fotografiert. Nee, wir machen erstmal... Wir gucken erstmal nach Orbis. So sieht's aus. Können wir vielleicht schon nach Hause fahren? Dann haben wir alles geschafft. Sehr schön. Patricia ist auch nur einmal in der Tür vorgesprungen. War ganz gnädig. So, frische Luft. Sehr schön. Alles klar. Okay, ich glaube, wir haben Orbis. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben Orbis. Wir haben bestimmt einen Yokai. Miesen, fiesen Yokai. Ansonsten müssen wir gucken, dass das EMF 5 vielleicht noch. Ne, aber ich glaube, wir haben Orbis. Ich hoffe, die macht das Licht nicht wieder an jetzt.
Da fliegt auch schon direkt der dicke, fette Orbi durchs Bild. So. Jetzt tragen wir mal alles ein. Box, Buch, Orbis. Yokai. Bei der letzten Jagd hatten wir jetzt auch einen Yokai, ne? So. Okay, Liebe, ich würde sagen, das reicht doch. Wir haben alles geschafft. Ist doch nicht schlecht. Patricia ist einmal, hat sie sich gezeigt. Gröbs und gesund gleichzeitig. Definitiv paranormal. Das geht nicht einfach so. Ich würde sagen, das ist erfolgreich. Buch, viele Fotos, alle Nebenziele, Geistertyp, Geisterfoto. 250 Dollar diesmal. So will ich das sehen. Das war doch super. Erfahrung, 200 Punkte. Okay, Liebe, wir waren 5 Minuten im Licht, 8 Minuten dunkeln. 2 Minuten nur im Geisterraum. War es da doch nicht der Geisterraum? Wir waren nur wenig drin. 9 Minuten im Haus, Viertelstunde auf der Geisterjagd. 2 Geisterereignisse, 0 wunderbare Geisterjagden und 28 Geisterinteraktionen. Ja, sehr schön. Okay, ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geister gefällt, ein Kommentar, darum freut mich am meisten, wenn ihr Zukunft gerne mehr Let's Plays, mehr Geisterjagden sehen wollt. Lasst ein Abo, da würde ich mich am allermeisten freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.